ein Einführungsvideo zu einer leichten Riesengespenststrecke. Wie ihr seht, sind sie jetzt noch sehr klein. Ich werde nun immer wieder ein Video machen, dass ihr seht, wie sie wachsen. Das Terrarium ist natürlich nicht das endgültige, es ist noch sehr klein. Es ist nur ein kleineres, damit ich sie leichter sehe, wenn ich das Futter wechsle. Ich fütter sie mit Brombeeren und unten dran ist eine Erdschicht, die hat jetzt allerdings nur die den Zweck, dass die Brombeeräste eine haben, in der sie Feuchtigkeit aufnehmen können. Später, wenn sie ausgewachsen sind, sollten diese Tiere allerdings auch eine gewisse Erdschicht haben, auch so oder vielleicht sogar dicker, da sie dort ihre Eier hineinlegen. Das Weibchen hat einen Legestachel, mit dem sie die Eier richtig tief in die Erde presst. Das Weibchen wird gut 16 cm lang, das Männchen weiß noch nicht, da ich bisher noch kein Männchen hatte. Ja, ich hatte ja schon mal welche. Die sind ungefähr ein Jahr alt geworden. Zeige ich sie nochmal. Hier das Weibchen. Hinten der Schwarze ist das Männchen.